Aber gehen wir in den Tempel des Wolfes. Die Ritter des Ordo Favonius wurden mobilisiert. Ach so. Die Gefahr des Sturmschreckens einzudämmen. Vielleicht sollte ich auch einfach mal ein paar von den Levelbüchern benutzen. Ach, das kostet dann auch Gold. Obwohl der Angriffswert. Riesensprünge machst du da ja nicht gerade. Und ich glaube, auf Level 20 kriegst du dann einen Stern drauf, ne? Die Figur erreicht Stufe 20 und Abenteuerstufe 15, um zum nächsten Aufstieg zu gelangen. Ja, alles klar. Jetzt verstehe ich, wie das Level-System funktioniert. Let me show you how the Knights of Favonius conquer our adversaries. Es wird also doch ein bisschen länger dauern als Level 20 und dann alles gut. Dann kommt ein Stern Level 1 und dann kommt zwei Stern Level 1, nachdem du wieder 20 erreicht hast. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Wait, how do you know? Experience. Was the kind nein, of experience Kira. You get after years of dealing with things like this for others. Du bist 20, steigert sich bis 40 bei einem Stern. Ach so. Ah, okay. Tut mir leid, aber es ist ja so gesehen, es ist ja so gedacht. Du wirst Level 20, dann kriegst du einen Stern drauf, also musst du diese Sternstufe irgendwie erreichen. Und dann kriegst du ja die nächsten 20 Level zu machen. Monster in einer genügend nassen Umgebung werden nass. Wundervoll. Mit Kryo-Fähigkeiten kannst du Wasser einführen und solche Monster besiegen. Schön, dass bei dem Bild dran steht zum Probieren. Traveler, unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? It was a very strange phenomenon. Something strange happened. Kann man auch random Gruppen suchen? Muss dir einer beantworten im Chat, der schon Gruppenspiel machen kann. So, das hat er mir gerade schon erklärt. Nicht so interessant. Gibt keinen Random-Knopf. Muss mit Freunden spielen dann also. Achso, aber du kannst auch mit. Moment, aber wenn es kein random Gruppensuche gibt. Achso, du meinst, wenn du dann in die Sphären eingehst, in die Tempel, dann kannst du eine random Gruppe suchen, theoretisch. Das meinst du. Ich mache jetzt ganz viel. Auf YouTube versteht kein Mensch, was ich hier sagen kann. Also, was ich hier sage. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up.
Na, fühlt sich cool mit deinen Flügeln. Für Dungeons gibt's keinen Multiplayer. Ja, was denn dann? Warum sollte man mit anderen Leuten in diesem Spiel spielen? Nur World-Bosse. Ah, okay. Der dunkelblaue Stein in der Mitte des Raums ist ein Hydrobernstein. Zerstörst du ihn, beginnt es zu regnen. Was alles in der Umgebung nass macht. Water! We can use this to put out fire. Good idea. That's some keen observation. We should get Jean to give you a title and make you a knight. Cool it! Wo ist er hin? Er ist tot. Ich fand das schon ganz cool mit den Elementarrätseln. Also jetzt gerade ist ja erst der Anfang, aber da kann man halt viel mitmachen. Obwohl das auch eine gewisse Begrenzung ist von der Gruppe dann. Also entweder sind sie so fair, dass immer der passende Ausprobiercharakter dabei ist für die passenden Elementarrätsel. Oder du musst halt wirklich für jedes Elementar mindestens einen Charakter später haben. Was wahrscheinlich dann doch nicht so schwer ist, weil du die irgendwie kriegen wirst schon. Und durch dieses Charaktersystem kannst du ja auch 80 Millionen andere, sag ich mal, Charaktere reinbringen und immer mehr Geld generieren. Übrigens, eigentlich ist das ja eine Kopie von Magicka. Also diese massive, das massive Eingehen auf diese Elementarreaktion untereinander. Storm Terror is using to gain its power? Seems probable. Let's deal with it. Bravo! What a performance. You are, to my surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. I see you already have the knightly virtue of modesty. Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the City of Freedom, well into the future. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern, if that's more your thing. Quite rewarding, no? We've seized another temple from Storm Terror's grasp! I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then, bye-bye! There's no way Hilly Churls organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Thus you were behind this. Knights of Avonius, always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. Wie jeder weiß, haben die sieben Städte in Teyvat ihre ganz eigenen Kochstile. Man braucht nur die Zubereitung im Griff zu haben, um aus den richtigen Zutaten die richtigen Gerichte zu machen. Blubblub. Ach so, erntest du dann die Blüten ab. Du musst sie mit den Konterelementen. Oder kann ich das einfach schlagen? Okay, hier kann ich auch einfach schlagen. Drauf geschissen. Nix mit Konterbier.
glaube, ich bin gerade ganz ungünstig irgendwo runtergefallen. Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Einfach so aus dem Sinn heraus, dass die Stufe 36 hat. Achso, du hast Eisschaden in deiner Aura. Aber sah schon mal interessant aus. Hallo Reisender, hast du Lust, die Geschichte von Vanessa zu hören? Vanessa? Ja, sie ist die große Heldin, die Mondstadt befreit hat. Einst war sie nichts weiter als eine Sklavin, doch dann lehnte sie sich gegen den Adel auf und brachte Mondstadt die Freiheit. Die Legende nach ist sie an dieser Stelle nach Celestia aufgestiegen, von wo aus sie nun als Göttin über Mondstadt wacht. Unter den Gelehrten besteht keine Einigkeit darüber, was dazwischen geschah, doch alle Geschichten enden an dieser Stelle. Ihre Geschichte ist wirklich fantastisch. Oder nicht? Ihr ganzes Leben war Widerstand, das muss der Freiheitsgeist von Mondstadt sein. Wenn du mehr über ihre Vergangenheit wissen willst, warum liest du nicht dieses Buch? Wo wir wieder beim Thema sind, dass man diese Bände sammeln kann. So, wo führst du mich hin? Führ mich zum Schotter. Weil ich sagen muss, dass diese Dinger mir lieber sind als diese komischen Pikmings oder wie die hießen bei Zelda, die du suchen konntest. Ich glaube, die haben dir auch geholfen, dein Tascheninventar zu erweitern bis zu einer gewissen Größe. Ich weiß es gar nicht mehr. Zelda ist jetzt auch schon wieder so lange her. Gute Nacht, Janinga. Lass mich raten, es sollte eigentlich nicht hier lang gehen. Lieber die Straße nehmen. Also der Spezialangriff kostet Ausdauer. Also wenn man die Maustaste lange hält, macht er halt diesen Schwertschwinger. Also theoretisch hast du eine normale Attacke, aufgeladene Attacke, dann halt, sag ich mal, die Elementarfähigkeit. Und die Spezialfähigkeit. Und was auch immer noch kommen mag.
Das Eis nehme ich mit, weil ich schon gemerkt habe, dass Waffen upgraden mit Eisen jetzt nicht verkehrt ist. Ihr seid doch Windfähigkeit. Hat sie gesagt, nicht so hart? Fliegt er wie so ein Blasebalg. Errungenschaft, weiße Jahreszeit. Wahrscheinlich friere x Gegner ein. Du willst doch jetzt nicht, dass ich da runterkomme, oder? Ja, so eine Kacke. Voll gut, ey. Es denkt, ich klettere. Konzentrieren wir jetzt gerade einfach mal auf den Hauptchar. Ach, die Musik ist auch einfach schön. Bis jetzt sind alle Tracks eigentlich immer ganz cool gewesen. Dann halt so. Spüre, wie Suchtspirale verändert Leben, Gehirn schüttet positive Effekte aus. Später wächst den Mancher eh aus. Gott sei Dank. Das ist ja auch zur Zeit, ohne Witz. Zur Zeit ist total egal, in welche Richtung ich gehe, gefühlt. Dennoch alles am Anfang. Sowas wie Verskillen wird es ja nicht geben. Du kannst ja mit Charakteren nur nach oben gehen. Du kannst nur höchstens bereuen irgendwann, oh mein Gott, ich habe irgendwelches Kapital aus Versehen in den falschen Charakter reingesteckt. Force my play.
Jeder weiß, dass ich später den Charakter spiele mit den größten Brüsten. Wofür ich dann 8000 Lootboxen öffne, damit ich den bekomme. Hey, Cutie. Lisa ist schon mal ganz gut dafür. You're going to help me out too? How kind of you. Don't hesitate to come to me if you need anything. Was macht eine Bibliothekarin bei den Ruinen? Good question. Well, because Jean trusts me. So you should as well. Das ist so schön, mein Kind. Das sieht ja schon mal ein bisschen interessanter aus. Ich werde auch wirklich mitmachen. Hoffe ich doch. Ach, du machst Elektro, ne? Ja. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across? Can't do much even if she does. Let's ride this wind current, shall we? Ach, auch schon recht cool. Sie trägt auch genau die richtigen Overknees. Leave it to me. You've been a naughty boy. Ah, sie ist schon ganz cool. It's an electro monument. Ihre Elementarfähigkeit kann nicht nur durch Drücken ausgelöst werden, kann sie auch aufladen, indem du gedrückt hältst. Nach dem Aufladen löst Lisa einen großflächigen Angriff aus, der enormen Elektroschaden verursacht. No wonder. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. You're in for a little shock. Blitz. Natürlich, wenn die nass sind, kriegen die wahrscheinlich mehr Schaden durch Stromschläge. Für die Mitte stellen sollen. When it comes to wet enemies, I've got them covered.
Wenn sich von Hydro-Effekt betroffene Gegner in der Umgebung befinden, gibt das Objekt unter Strom Blitze an sie ab. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. Und keine Sorge, ich gehe gleich schlafen. Morgen ist wieder der letzte Tag, wo ich noch was machen kann, bevor ich weg bin. Oh, nette Spezialfähigkeit. Mit der Laterne. Between electrocharged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Oh, you want to know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the Chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. Mein Fehler. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? No, habe ich alles gelesen, alle Bücher. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. And you, you'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Erstmal neue Nachricht bekommen. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Animo. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name is Dvalin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel three of the four winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Warum verhält er sich überhaupt so? Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. To become Storm Terror. But why would one of the four winds... Ach, jetzt weiß ich auch warum, was das eine Kommentar sollte. Die Lippensynchronität ist natürlich auf Japanisch. Und nicht auf Englisch. Hate the city it was supposed to protect. Deshalb passt das auch nie überein. As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. Ist auf Chinesisch, auf Japanisch passt das auch nicht. Dann ist das okay. Ist auch egal. Ist mir nicht so wichtig. Ob die Münder sich schließen oder öffnen, bei so einem Spiel ist das egal. Finde ich. Juhu, wir haben in Windschatt das Wetter geändert. Und die Windräder haben sich nicht schneller oder langsamer gedreht dabei, während Sturm ist. Oh, it's finally done. Well, all that lay flow and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. Wanna go back and see how the knights are doing? But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. By the way, we obtained another animoculus in one of the Four Winds temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues.
Juhu! Ab Abenteuerstufe 10 kann ich den zweiten Akt machen. Deine Abenteuerstufe kannst du erhöhen, indem du einer Statue der 7 Opfer bringst, neue Teleportationspunkte freischaltest, Truhen in der Welt suchst, Aufträge ausführst und Sphären bestehst. Willkommen in der Abenteuergilde. Sprich mit Katharin und frag nach den Details. Segen der 7. Teleportieren wir uns eben rüber. It's a statue of the 7. Let's make an offering and see if the gods respond. Was mit den Opfern? Das weiß ich, das gibt es, aber ich weiß noch nicht so genau, was das überhaupt macht. Ach so, wenn ich einmal opfer, wird meine Ausdauer um 7 Punkte erhöht. Von 100 auf 107. Damit halte ich 0,34 Sekunden länger aus. Und ein Wind kommt aus dem Loch. Die Erde hat für mich gepupst. Can you feel the blessings of the seven? Intems, XP und Ausdauer. Gilt diese Stufe bei jeder Statue gleich? Oder hat jede Statue sein eigenes Stufenaufstiegssystem? Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form for Dankeschön. Das wollte ich wissen. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Holen wir uns erstmal unsere Belohnung ab. Unlike others with powers, you don't have a vision. But then the rules of this world don't apply to you anyway, so keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. Nein, ich will nicht so viel reden. Zur Abenteuergilde. Alter! Ekelerregend. Seafood will keiner. The aroma is coming from Good Hunter. A thick slice of soft white toast. Topped with a generous serving of onion slices lightly caramelized by the toasting. Paimon's made up her mind. It's an emergency. We must order ourselves a generous serving of fisherman's toast from Good Hunter. Pronto. It's on you, of course. Warum sieht die eigentlich so aus, wenn die eine Windel trägt? So delicious! Good Hunter's Fisherman's Toast is the best! This might surprise you, but it's actually a classic Mondstadt recipe that anyone can cook. You can try cooking it yourself if you have the ingredients. Can your cooking skills surpass that of Good Hunter's? Why, Paimon would love to be your personal taster! Don't you let me down! Ich bin eigentlich ganz froh, wenn sie mal nicht redet. Wie viele Gäste darf ich melden? Moment, ich muss erstmal den Wisch ausfüllen, dass ich hier war. Geht auch was zum Mitnehmen. Ah, okay, mit den Abenteuerstufe kannst du dann auch irgendwann die besseren Rezepte hier kaufen.
Auf Japanisch ist sie erträglicher. Niemals. Ich weiß, wie japanische Mädchen klingen. Welcome to the Adventurers Guild. Actually, I have had my eye on you for a long time. You've had your eye on him, eh? Has she been causing some mischief? Was hat mein kleine Freundin, kleiner Freund denn angestellt? Da hat jemand einen Tippfehler gemacht. Oh, that is not what I meant at all. Being on the lookout for great adventurers is part of my job. When I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of legends. Paimon sees it too. Paimon always feels safe adventuring with him. Ich mag dich auch, Paimon. Nevertheless, to the adventurer, experience is far more precious than potential. Ja, weil neue Abenteuer mit viel Talent meistens als erstes sterben. You must accumulate adventurer experience to increase your adventure rank. Time is of the essence. Allow me to brief you on... Wait, are you saying we're like official adventurers now? Do not worry. The Adventurers Guild does not charge a membership fee or impose any kind of duties on its members. In short, there are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. Ich will jetzt gleich meine Vorteile. New recruits these days certainly do not beat around the bush. Basically, the Adventurers Guild rewards you every time your adventure rank increases. Here is a new member's gift for you. You will need to return here to claim rewards in the future. Oh, wie ich sehe, hätte ich mal zwischendurch vorbeikommen können. Ja, belohn mich! Dopamin wird in meinem Gehirn ausgeschüttet, weil ich belohnt werde. Unendliche Freude. Jetzt hast du mich, Spiel. Without further ado, please allow me to officially welcome you, our new avid adventurer, into the guild. Es fehlt noch, dass mir wie bei Ring Fit die ganze Zeit einer sagt, wie gut ich Here bin. Is your adventurer handbook. Gut machst du das. Na komm, Endspurt. Du schaffst das heute. Sieht aber eher aus wie ein Werbeheft. It is, in a way. But it has some practical uses too. It has a record of available commissions and rewards. And it is also proof of your membership. Oh, and one more thing. Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank. Manchmal könnte es dir vorkommen, als wenn deine Abenteuerstufe keinen Fortschritt mehr macht. When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild. Impressive feats? Sounds like hazing. Was einfach nur bedeutet, irgendwann wird die Abenteuerstufe gestoppt, bis du gewisse Missionen abgeschlossen hast. They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion. But that will come later. Opportunities to win recognition will come as you gain more adventure experience. That will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. Ad Astra Abyssosk, adventurer. With effort, you shall reach the stars and conquer the abyss. Schau dir eine Abenteuerlizenz an. Besuche die Statue der Sieben auf dem Windsteg. Schon erledigt. Öffne 15 überall verborgene Kisten. Aktiviere drei Teleportationspunkte, haben wir auch schon gemacht. Und haben das erste Kapitel abgeschlossen. Hilfe! Blüte des Flusses der. Die Elemente sprühen aus ihrem eigentlichen Fluss. Knoten des Flusses der Elemente, die durch starken Willen sichtbar werden. Berühre sie und besiege die Gegner, damit eine Blüte des Flusses der Elemente erscheint. Verbrauchst du ursprüngliches Harz, kannst du unfassbare Schätze bergen. Man muss aber sagen, an sich ist es wirklich eine Kombination aus Japano-RPG mit wie soll man sagen? Ja, Mobile Games. Also diese ganzen Belohnungsgeschichten hier drin sind, ne? Das ist ja so typisch Mobile Gaming. Sie ballern dann einfach mit so viel Dopamin voll,
dass du einfach weiterspielen willst. Da sind manche Leute einfach durch Suchtverhalten empfänglich für. Ich bin zum Glück gegen sowas eigentlich total immun. Ich hab halt jahrelang WoW gespielt. Die haben mich auch mit Dopamin überfüllt. Guck da, ein Stein. Oh, das ist ein besonderer Stein. Ah, du wirst jetzt Level 2. Juhu. Immerhin kannst du es auch auf dem Handy spielen. Da haben Leute früher zugesagt, das ist kacke, wenn sowas geht. Aber ich finde es halt schon aus meiner Vergangenheit, Technikersicht her, sehr interessant, dass du halt wirklich ein Crossplay machst jetzt zwischen Mobile Devices und einem PC. Und es funktioniert halt wirklich. Das ist halt das Interessante. Ich dachte, ihr wart nur zum Ausprobieren. Warum sind die jetzt in meinem Team drin? Oh mein Gott! Ein Mädchen voller Lebenskraft. Es gibt einen Freundschaftswert? Geil, ey. Dadurch, dass ich mein Abenteuerbuch bekomme, habe ich schon die nächste Abenteuerstufe. Kann mit der Abenteuergilde direkt wieder quatschen. Gib mir noch mehr Belohnung, Empfangsdame. Belohnung für die Verarbeitung von... Aber ich war doch am Restaurant. Nein! Ich will nicht mit dir reden, ich will mit der anderen reden. Verdammte Hacke. Geht weg, Passanten. Ich glaube, jetzt habe ich die Belohnung. Nee, das war nicht die Belohnung. Was weißt du über den Sturmschrecken? Das ist übrigens der Drache, der hier rumfliegt. Was ist der Hirschjäger? Ein Restaurant mit den lokalen Spezialitäten, das ist mir auch alles klar. Aber hier ist ja nichts drin, weil ich bonustechnisch mitnehmen kann. Which should I choose? The neighboring nation of Ewa has the most prosperous. Truly is fascinating. Alchemisten. Hab's auch nicht verstanden, war irgendwann weg. Material zur Verbesserung von Figuren. Ach so, du musst auf den Herd gehen. Dankeschön. Und dann auf die zweite Seite. Ach, das war die Sache. Ich habe zwischendurch Lebensmittel hergestellt gehabt. Und die sind bereit zum Abholen gewesen.
Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das kannst du aber auch am Lagerfeuer einsammeln. Es ist ein bisschen merkwürdig. Also merkwürdig ist das falsche Wort wieder, aber du weißt, was ich meine. Es ist ein wenig verwirrend. Ach, hier hatte ich, mit dir hatte ich ja gequatscht. Ja, jetzt ist weg. Tja, muss aber jetzt auch schon wieder aufhören, weil leider keine Zeit. Ist immer noch gut und interessant. Natürlich habe ich jetzt auch wieder Errungenschaften. Einmal, ich friere 4 Gegner innerhalb von 2 Sekunden ein. Und ich habe eine neue Nachricht bekommen. Wir danken euch allen für euren großartigen Unterstützung und hoffen, dass Urgestein 1600 wird euch auf eurer wertvollen Reise behilflich sein. Vielen Dank für deine Unterstützung. Erste Belohnung. Nochmal 160 Urgestein. Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet. 10 verwobene Schicksal. Ja, aber das verwobene Schicksal war für die Gebete. Belohnung für 10 Millionen Voranmeldungen. Deshalb, die haben auch vorher, irgendwann die Tage war irgendwie 3 Millionen, ne? Also das geht ganz schön durch die Decke gerade alles. Erläuterung zu Figuren, Probeaktion. Also der Store ist kein Versteck, also ist nicht eine versteckte Sache im Spiel, es ist elementar im Spiel. Ja, hier kann ich nämlich die Gebete einsetzen und hierfür brauche ich hier komische, vorbestimmte Schicksaldinger. Und hier kannst du die Balladin rausholen. Alle 10 Zierungen erhältst du als sicheres Objekt mit mindestens 4 Sternen. Da müssen aber, ich finde, da müssen wir noch ein bisschen verändern, wie das aussieht von den Packages. Also es ein bisschen detailreicher ist. Oh, ich hab's übersehen jetzt vom Klicken her. So, aber hier erstmal nochmal Break.